Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Vor einigen Tagen, vor 2 Tagen, war ja die Nintendo Direct und dort wurde auch etwas zu dem Pokémon DLC gezeigt. Unter anderem auch, dass jetzt ein Event stattfindet, dass wir Gierspenst in der Truhenform in Terra Raids antreffen können. Und sogar in 5-Sterne-Raids mit einem Shiny-Gierspenst rechnen können. Der genaue Wortlaut hieß: In Terra Raids mit 5 Sternen kann in seltenen Momenten ein schillerndes Gierspenst in Klammern Truhenform erscheinen. Das Ganze läuft vom 21.06. 17 Uhr, das war am Mittwoch, bis zum 3. Juli um 2 Uhr nachts am Montag. Und jetzt am ersten Tag haben viel gedacht und ich, wir sind davon ausgegangen, dass die Shiny-Chance so bei 2% liegen wird. Aber es ist tatsächlich so, dass die Shiny-Chance so wie bei allen anderen Raids bei 4100 zu 1 steht. Also 1 zu 4100. Und als ich das gehört habe, muss ich einfach wieder sagen, hat Game Freak mal wieder richtig, richtig reingeschissen. Also wieso, Mann, wieso keine 2% Chance, so wie sie es bei Schwert und Schild auch gemacht haben. Ich habe da Events mitgemacht, da war die Shiny Chance 2%. Bei Evoli, bei Mushas erinnere ich mich, gab es eine ganz normale 2% Shiny Chance. Wieso machen die in Gierspinst? Ist schön, dass wir das jetzt Shiny bekommen können. Aber wieso A, nur in 5-Sterne-Raids und dann auch noch 1 zu 4100 und man kann auf der Karte immer noch nicht sehen, ob ein Raid 3, 4 oder 5 Sterne hat. Und von dem Online-Raid-Thema wollen wir gar nicht erst anfangen, da kommt es ja so gut wie nie in irgendwelche Raids rein, ist komplett verbuggt, ist ein absolut, also ist wieder absolut bodenlos, was Game Freak hier abzieht. Außerdem haben wir ein paar Spielszenen zu dem DLC gesehen und auch schon ein paar Pokémon, die mit dazukommen. Meine Freude hat sich da ein bisschen in Grenzen gehalten, sah alles nicht so geil aus, vor allem nicht so geil wie damals. Die Rüstungsinsel für Schwert-Schild fand ich, war irgendwie viel, viel cooler gemacht als das, was sie jetzt da gezeigt haben. Sah auch wieder bodenlos aus, aber ich will da auch nicht wieder so viel rumhacken. Noch eine freudige Nachricht habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Bis zum 3. Juli könnt ihr euch ein schillerndes Arcani abholen. Dazu auch nochmal ganz genau die Nachricht, das wird Level 50 sein, Terra-Typ Pflanze haben, Originaltrainer wird Paul sein, das ist nämlich ein Arcani von der Europäischen Internationalen Meisterschaft von 2023 von Paul Chua. Fähigkeit Bedroher, Wesen Hart, Item Schutzbrille, im Jubelball, Attacken Flammenblitz, Irrlicht, Schutzschild um Turbotempo und wie gesagt, das Ganze wird shiny sein. Der Verteilcode, der ist noch nicht da. Sobald der da ist, werde ich nochmal einen Post machen auf Twitter, auf Insta und auch auf YouTube. Damit ihr da den Code auf jeden Fall habt, könnt ihr da über ein Geheimgeschenk euch holen. Finde ich ganz cool. Ist das erste Shiny, was mit einem Geheimgeschenk verteilt wurde, so wie ich das mitbekommen habe. Ich kenne natürlich nicht alle Geheimgeschenke, die bisher jemals rauskamen, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist das erste Shiny, was jemals über ein Geheimgeschenk verteilt wurde. Finde ich ganz cool, dass dann Arcani ist. Arcani auch eins meiner Favorite-Pokémon. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe ja auch gerade ein Team erstellt für die VGC ab dem 1. Juli, wo ich reingehen werde. Mit Arcani mit dabei und vor allen Dingen mit Ursaluna. Wenn ihr das abchecken wollt, hier oben das Video abchecken. Habe auch ein Like-Code mit dazu gepackt. Und ja, wie gesagt, würde mich über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Warten wir ab, was Pokémon uns demnächst noch so bietet. Haut rein!